Hallo, der Blind Speak Taylor Boy, ich habe mir gefunden, wir spielen weiter Chanté, The Curse of the Seven Sirens. Und natürlich muss ich erst nochmal ins Spiel reinklicken. So, und dann können wir auch steuern. Und ja, wir haben jetzt den Tanz bekommen, mit dem wir Pflanzen zum Wachsen bringen lassen können. Jetzt haben wir natürlich die Problematik, dass wir erst wieder Orte finden müssen, an denen wir diese Fähigkeit denn sinnvoll einsetzen können. Und ich weiß gerade noch nicht, wo das denn wäre. Da wäre der Biom. Potenziell sollte ich zurück in die richtige Stadt gehen. Potenziell war nicht auch oben, da wo Bolo seine Dreckshütte hat. War da nicht auch eine Pflanze, für die man das machen kann? Wir gehen hier ein bisschen zu Fuß ab, um das herauszufinden. Das ist halt das Problem daran, wenn man sich keine Orte markieren kann, ne? Ich finde, das ist eigentlich ein Feature, was jedes Spiel haben sollen müsste. Zumindest jedes in dieser Art, jedes dieser, ich sage jetzt mal, Metroidvania-lastigen Spiele sollte die Möglichkeit haben, dass man Pins auf der Karte anbringen kann. Oder diese Dinge bereits selbst markieren, das wäre natürlich auch in Ordnung. Aber sowas gibt es aus irgendeinem Grund viel zu selten. Okay, hier nicht. Und da brauchen wir dann die Elektrofähigkeit. Hier ist eins, genau wie ich mir gedacht habe. Toll, Nugget. Was in meinen Augen auch auf jeden Fall fehlt, ist die Möglichkeit, tatsächlich schnell zu reisen. Aber entweder die kommt noch, kann ich mir gut vorstellen. Die hatte man beim letzten Chantier auch nicht von Anfang an. Oder halt, ja, wir müssen mit den Beamräumen zurechtkommen. Ist auch okay. Aber bei Chantier ist halt immer eine Menge Backtracking und so, ne? Einmal speichern. Einmal gucken, was Sky macht, außer kostenpflichtig sein. Sky. Ich habe bereits zwei vermisste Mädchen gefunden. Was? Wirklich? Ja. Wirklich. Da hol mich der Teufel, du weißt, was es bedeutet. Was? Zeit für mich umzudrehen. Gern. Lass mich wissen, wenn du die anderen findest. Ach, du. Okay. Mehr Pflanzen. Da oben war mal. Rechts können wir noch mal hin.
Checken wir noch mal rechts ab. Ich möchte... Okay, die hat irgendwas vom Ostplateau gelabert. Irgendeine Reisegruppe mit Rüstung oder so eine Scheiße. Hingehen. Sind wir ja eh auf dem Weg hin. Da oben ist leider immer noch so ein Stein im Weg. Oh, aber da ist so ein Pflanzenteil. Nugget. Das ist nicht das, worauf ich gehofft habe. Weiß noch nicht mal, wofür ich die brauche. Wir brauchen was, um hier durchzukommen. Leute. Hält mich dieser Tanz auch jedes Mal voll, kann das sein? Weil dafür ist sie ganz schön kostengünstig. Meine Güte, ist nur ein bisschen vielleicht nicht ganz so easy, einen Kampf einzusetzen, aber geht eigentlich, ne? Mach dich mal weg. Autsch. Haben wir immer noch nicht. Schnarch, schnarch, so müde bitte nicht aufwecken. Ich fühle mich immer noch nicht aufgefrischt. Okay. Da also nicht. Jetzt teste ich es aber mal, ob der uns heilt. Ja, der heilt uns. Nicht ganz voll, aber der heilt uns. Okay, nach links bringt ja nichts. Ja, dann gehen wir halt wieder runter in das Ding, ne? Gibt garantiert irgendwo irgendeinen NPC, den ich jetzt übersehen habe, der uns sagen würde, wo wir hin müssen, ne? Vielleicht hätte ich nochmal mit Veras Vater schnacken sollen. Nachdem ich ja die Fähigkeit bekommen habe. Da oben rechts war ich nie. Da hatten wir noch nicht mal den hier. Beamraum. Okay, immerhin. Ja, aber dann checken wir das doch mal kurz aus, wenn das da oben war, richtig, ne? Ja. Dann checken wir doch einfach mal kurz aus, ob wir in dem Dorf jemanden übersehen haben, mit dem wir hätten sprechen müssen. Die Ladezeiten sind, muss ich sagen, erstaunlich lang. Irgendwie wirkt es, ich meine, die hatten ja einen Knebelvertrag mit Apple. Irgendwie wirkt es nicht so ganz optimiert. Von den Ladezeiten her. Nehmen wir... den da nochmal. Kann man überbrauchen. Also der will ja... Polo will was? Melba Toast. Keine Ahnung. Haben wir nicht. Gib ihn nicht. Ne, der hat auch kein Ausrufezeichen. Die verkauft mir eine super seltene Karte für 5 Nuggets. Koralle-Sirene-Monsterkarte. Ist eine echte Schönheit. Schau sie dir mal den Subscreen an, du wirst sehen, was ich meine.
Ach, die Endboss-Karten kriegt man quasi dadurch. Nehmen wir doch mit. Was haben wir eigentlich noch? Eingelassene Edelsteine. Nehmen wir. Nee, nicht das. Das da. Diese Blödmann hat mich gebissen. Ich mag keine Eidechsen mehr. Das ging ja schnell. Okay, also wir brauchen Nuggets, um die Monster-Boss-Karten quasi zu holen. Sehen tut man die da jetzt aber auch nicht so wirklich. Schönheit ist da relativ gesehen, ne? Gesagt, gemacht, getan. In der Stadt war ich nicht in jedem Gebäude drin. Auch nochmal abchecken. Irgendjemand muss mir doch sagen, wo ich hin muss. Ohne jetzt wild durch die Gegend zu eiern und nach Pflanzen zu suchen. Gibt es eine Reisegruppe, die zu Armatown geht? Ich höre, es ist oben auf dem Ostplateau. Ich möchte einige ihrer berühmten Rüstungen anprobieren, bevor ich alt werde. Das ist ja schön, aber da komme ich nicht hin. Weil mir dafür was fehlt, wo ich mich durch den Stein hauen kann. Da hinten war noch ein Weg rauf, kann das sein? Habe ich gerade auf der Karte gesehen. Weil ich habe den Seher-Tanz einfach nicht oft benutzt, ne? Vielleicht führt der mich noch wohin. Ja, nee, so wird es nichts. Dafür brauche ich schon. Ne? Sind wir wieder da? Das ist ja alles scheiße. Weil hier kann ich halt nicht durch. Tut mir leid, ich weiß, es ist eine Menge hin und her gelaufen. Manchmal ist es bei Shantae so, ne? Im letzten Teil war es so, dass es ja eine Levelstruktur hatte, muss man die Level immer wieder neu starten, um dann nochmal da durchzulaufen und dann mit einer weiteren Fähigkeit wieder ein Stück woanders hinzukommen als davor. Um Gegenstände aufzusammeln hauptsächlich. Flink. Oh hey, ich hoffe, du setzt die Seher-Magie sinnvoll ein. Das tue ich. Sie hat mir geholfen, Vera zu finden. Vera ist in Sicherheit? Oh gut, ich mag sie. Sie scheint die große Schwester zu sein, die ich nie hatte. Flink? Ich bin nur ermüdet von diesem ganzen Abenteuer. Halte durch. Ich komme wieder, nachdem ich die anderen gerettet habe. Alle Räume abgehen. Gucken, ob hier irgendjemand irgendwo ist. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nope. Jedes Labyrinth in der versunkenen Stadt verbirgt drei Herztintenfische, wie ich hörte. Da hast du richtig gehört. Es führt kein Weg von dieser Insel runter. Ich schätze, ich werde in der Zwischenzeit versuchen, Spaß zu haben. Was mit dem Zombie-Gin passiert? Ja, habe ich gegessen. Dann gehen wir halt doch wieder zu hierhin.
eine Folge hier richtig schön orientierungslos durch die Gegend eiern. Hier runter war ich noch nie. Noch ein Nugget. Da kann ich nicht durch. Und noch ein Nugget. Immerhin. Potenziell verkauft der eine Nerd das Nugget, die Karte für den ersten Boss. Vergessen, nach Pflanzen Ausschau zu halten. Das ist das, was wir eigentlich suchen. Da hat zwar bisher noch keine was wirklich Nützliches gedroppt. Aber vielleicht kommt ja noch. Vielleicht lässt eine das Steak fallen, oder was der eine Typ will. Okay, jetzt sind wir da. Was ist das? Warum gibt es hier diesen Raum? Okay, nach links und nach rechts. Nach rechts. Da waren wir am längsten nicht mehr. Auf jeden Fall einer der Wege runter, allerdings müssen wir dafür schwimmen können, was wir noch nicht können. Hier brauchen wir auch eine andere Fähigkeit. Hier geht auch nicht. Halt hat sich der Weg hier rechts eigentlich komplett erledigt. Und genau deswegen will ich Pins haben oder was, wo man auf die Karte stecken kann. Hätte ich da jetzt hingemacht, da ist fucking Wasser. Darum bist du da nicht lang gegangen, mehr oder weniger, ne? Würde alles viel übersichtlicher machen.
als tausendmal orientierungslos dahin zu laufen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Waren wir eigentlich erst vor kurzem? Ach, ich hätte natürlich noch nach rechts vorhin laufen können, um zu gucken, ob da eine Pflanze ist, ne? Aber da war keine. Denke ich. Naja, wir suchen weiter den Weg in der nächsten Folge der Blind Spectator. Aber vor euch am Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein.